So, sehr gut. Dann herzlich willkommen zum Special Livestream zur Feier des ersten Geburtstags unseres hauseigenen Trading Services Stockfree Trademate. Und parallel sind wir jetzt auch live auf YouTube. An alle Zuschauerinnen und Zuschauer einmal gerne ein frühes Like da lassen. Das verfreut den Algorithmus natürlich, damit das Ganze noch mehr Leuten angezeigt wird. Und heute könnt ihr euch auch wirklich einen Knaller-Livestream freuen. Ich habe zum einen den Charttechniker und Mann für die Makrolage Harald Weigand dabei und ein ehemaliges Community-Mitglied von Stockfree und nun auch Trademates Top-Experte Dirk Siebenhaar. Und ja, worum geht's heute? Beide zeigen euch dann heute mal, ob und wie sich ihr Handelsstil verändert, wenn der Markt wie jetzt auf Allzeithoch notiert. Und selbstverständlich haben auch beide jeweils spannende Werte dabei, die sie euch dann auch vorstellen werden. Und ja, zuvor blicken wir allerdings dann nochmal kurz auf die aktuelle ja, Marktlage. Gab ja auch einiges wieder zu vermelden, um den Ganzen so ein bisschen mehr Kontext zu geben, das Ganze einzuordnen. Und ja, wie wäre es denn nicht besser zum Geburtstag auch ein richtig fettes Rabattgeschenk für euch? Da poste ich dann gleich mehr noch in den Stream. Da könnt ihr nämlich mit dem Code MATE50 50% auf den ersten Monat Stockfree Trademate sparen. Alle weiteren Details poste ich dann gleich noch. Wie geht's euch beiden? Mögt ihr euch vielleicht kurz mal vorstellen, ja, wie euer Handelsansatz generell so ist für alle, die euch vielleicht noch nicht kennen? Und ja, natürlich ein spannender Sidetrack vielleicht, was euer letzter Trade war. Wer möchte beginnen? Harry, fangen wir mit dir an. Ja, hallo in die illustre Runde. Ich freue mich, wie immer dabei zu sein. Mein Handelsansatz, ich bin seit Ende der 1990er Jahre dabei als aktiver Trader, als aktiver Anleger. Ich bin also nicht Investor, der wirklich explizit langfristig anlegt, sondern in einer Zeitebene darunter. Mittelfristig, kurz bis mittelfristig, also die Haltedauer meiner Transaktionen beläuft sich so im Bereich von Tagen, Wochen bis hin zu Monaten. Und der Hintergrund ist auch der, dass so technologische Entwicklungen beispielsweise mittlerweile sich so schnell vollziehen, das wird dann auch sehr schnell, sehr rasch an den Märkten eingepreist, kann dann zu Überreaktionen führen, dementsprechend dann anschließend auch wieder zu starken Korrekturen. Und aus diesem Grunde, ja, das wirtschaftliche Geschehen ist schnelllebiger geworden und da gilt es meines Erachtens zu adaptieren. Insgesamt gibt es auch Auswertungen. Ich hole jetzt so ein bisschen aus, aber ich finde es recht interessant. Das bin nicht nur ich, sondern es gibt Auswertungen, was die Haltedauer anbelangt von US-Anlegern und was früher mal eine durchschnittliche Haltedauer von vielen Jahren war, ist mittlerweile so in den Bereich von einem Jahr gerückt. Also es sind viele Monate. Es ist eigentlich ein mittelfristiges Zeitfenster für mich. Ich handle gerne Trends, ausgeprägte Trends und innerhalb eben dieser Trends dann bestimmte Fraktal, also Signalkonstellationen, Fraktale, die sich da entwickeln. Und da habe ich so meine präferierten Setups. Da habe ich so einige Setups, die ich sehr gerne handle, wo ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit habe für eine bestimmte Bewegung, die sich dann vollziehen könnte und die ich dann dementsprechend dann auch versuche zu handeln. Sehr, sehr gut. Und was war dein letzter Trade? Du hast ja einige erfolgreiche Trades zuletzt. Ja, Möchtest du da also es einen? läuft gut in diesem Jahr und der letzte Trade, also du meinst die letzte Transaktion. Also ich habe heute beispielsweise Teilgewinne mitgenommen bei der Deutschen Bank. Deutsche Bank insgesamt, Bankentitel weltweit zeigen meines Erachtens technische Stärke. Das ist ein Sektor, der angesprungen ist. Und Deutsche Bank hat jetzt so eine 100% Zielprojektion fast erreicht mit dem heutigen Tage. Und da habe ich dann Teilgewinne mitgenommen. Und ich habe, dieser Trade, der lief jetzt auch ein, zwei Wochen, also wenn ich mich richtig entsinne. Ja, und das ist das, was ich versuche, Trends in so etwas, also nicht langfristigen Zeitebenen, solche Teilstrecken an Trends rauszuschneiden. Hat gut funktioniert mit der Deutschen Bank. Davor hatten wir Bitcoin und Ethereum. Da ging es auch um eine mittelfristige Bewegung. Da bin ich zu früh raus. War mir aber klar,
dass ich wahrscheinlich zu früh ausgehe, aber die Position hatte ich konzentrierter, also größer bemessen, war da mit größerer Size drin, wusste, dass im Bereich des Allzeithochs die Vola voraussichtlich zunehmen würde, was sie auch macht, und bin da voraus und aber auch wieder rein. Ja. Sehr gut. Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Sektor, wo viel Bewegung drin ist. Und ja, kommen wir mal zu dir, Dirk. Du hast ja auch einen sehr, sehr spannenden Trading-Ansatz und hast du auch schon mal auf dem YouTube-Kanal Stockfree vorgestellt gehabt. Da hast du auch einen Teil Stage Trades vorgestellt. Wie sieht das Ganze bei dir aus und was war bei dir so der letzte Trade? Also, okay. Ja, also erstmal freue ich mich auf den Abend und ja, und dass wir hier zusammen mit Harry mal in einem Webinar sind. Das ist auch für mich das erste Mal. Und ja, ich mache Stage Trading und Swing, also Breakout Trading und Swing Trading. Und das heißt, ich versuche Aktien am Ausbruch zu erwischen und auf dem im Aufwärtstrend nach oben zu begleiten. Oder eben, ich suche gern nach Fortsetzungsmustern in einem intakten Aufwärtstrend. Also wenn eine Aktie anfängt zu konsolidieren, bevor sie dann wieder weiterzieht, eben einzusteigen und wenn sie Schwäche zeigt, wieder auszusteigen. Im Depot, das Depot, das ich führe, heißt der Ten Trader, weil ich maximal 10 Aktien drin habe, weil ich denke, dass der Fokus auf weniger Aktien besser ist, weil man damit agiler sein kann. Zu der Haltedauer, die ist bei mir im Durchschnitt zwischen 13 und 14 Tagen. Also im Durchschnitt, ne? Also ich habe viele kleine Sachen, die aus denen ich schnell wieder raus bin, weil meine Stops sehr eng sind zum Teil. Also der maximale Stopp maximal liegt bei -5%, eigentlich eher im Schnitt bei -2% und -3%. Und dementsprechend habe ich natürlich eine höhere Durchlaufkraft. Aber wenn ich dann eben den richtigen Wert erwische, dann reite ich den eben auch länger nach oben. Und ich handle keine Derivate. Das ist vielleicht auch noch irgendwie, was man zu dem Ansatz. Also es geht wirklich um reine Aktien und dementsprechend auch Long Only. Und was war Ja. dein letzter Trade? Ach so, mein letzter Trade war gerade heute Nachmittag arm, Einstieg in ein Reversal. Das kann ich nachher mal als Chart zeigen, weil ich auch arm als einen der Werte sehe, die ich glaube ich sehr sprunghaftes, schwieriges Potenzial haben könnten. Und ja, wie gesagt, das war ein Reversal-Einstieg. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt gerade steht. Können wir nachher mal gucken. Ja, So, das ist sehr, sehr so. gut. Also für definitiv ja viel Unterhaltung und spannende Werte gesorgt. Ja, wir befinden uns ja nahe oder am Allzeithoch. Es gibt ja schon die ersten, die das Jahr 2024 mit 1995 vergleichen. Ja, in diesem Jahr 1995 gab es eine Rekordzahl an Allzeithochs zu vermelden und auch in diesem Jahr haben wir schon über 20 neue Allzeithochs gesehen und könnten, wenn es so weitergeht, den Rekord einstellen. Und auch ja, das Jahr 1995 war ja ziemlich ähnlich wie 2024. Also es gab extrem starke Produktivität. Das Ganze haben wir jetzt auch mehr oder weniger. Das GDP in den USA wurde ja auch nochmal von der Fed hochgesetzt auf, glaube ich, 2,4%. Lohnwachstum, kontrollierte Inflation. Damals war es nicht KI, sondern die Begeisterung über das Internet. Und auch die Fed war nach ja, einer höheren Zinsphase auch ja dovischer. Und seit längerem gibt es eigentlich keine wirklichen heftigen Rücksätze. Also damals, so 22, war es ja ordentlich ruppig gewesen. Da gab es ordentliche, ja, Tagesgewinne, Verluste. Aber seit über 106 Tagen gab es jetzt keinen Rücksetzer mehr von über 2%. Und ja, die Kursziele werden immer weiter angehoben, so wie man es von den Bankhäusern kennt. Es gibt schon die ersten, die 6.000 Punkte für den S&P ausgerufen haben. Auch Nvidia schon nahe der 100% und eine kleine Abkopplung so bei den Magnificent Seven, also den Big Techs, so Apple, Tesla, die aber heute mal wieder Stärke zeigen. Oder zuletzt auch Bitcoin-ETFs gehen an den Start und die Kryptowährungen schießen durch die Decke. Das klingt alles super. Harry, too good to be true? Oder denkst du, sell in May and go away vor den Präsidentschaftswahlen? Wie würdest du das Ganze einordnen?
Schwierig. Also für mich haben die Preismuster, die Trendsignale die höchste Priorität, also die Charts, die ich auswerte. Und dann kommen weitere Teilaspekte der technischen Analyse dazu, nämlich Saisonalität, Zyklik. Du hast jetzt US-Wahl ja angesprochen. Und bestimmte Saisonalitätsargumente für ein US-Wahljahr, etwa eine sehr schwache zweite Februarhälfte, die kam nicht zustande. Ja, das Gegenteil. Oder aber eine schwache zweite Märzhälfte, ebenfalls statistisch, ein hoher statistischer Wert, kam ebenfalls nicht zustande. Also Saisonalität spielt in diesem Jahr bisher zumindest nicht so die große Rolle. Da könnte man natürlich jetzt leichtsinnig werden und könnte sagen, ja gut, ich schiebe das jetzt ganz so zur Seite, aber es macht schon Sinn zu wissen, wie die Saisonalitäten sind. In diesem Jahr sind sie aufgebrochen worden. Meines Erachtens gibt es hier doch viele Institutionelle, die jetzt in den Markt drängen, die das verpasst haben im Jahr 2003. Das ist ja auch im Jahr 2003 noch von Analysten also bestimmt worden, wie beispielsweise Mike Wilson und der Marco Kolojanovic von JP Morgan, ersterer von Morgan Stanley. Die waren sehr, sehr bärisch eingestellt und standen aber für die gesamte Analystengilde, muss man auch sagen, für das Jahr 2023. Und dann stieg der Markt und sie sind weiterhin skeptisch geblieben, immer skeptisch geblieben, haben nicht wirklich so das weiße Handtuch geworfen. Und deren Research ist natürlich nicht ganz unwichtig für Institutionelle, ja, die ja schon das Fundamentale haben wollen und wo die technische Analyse fürs Timing vielleicht noch eine Rolle spielt zusätzlich, ja. Sei es drum. Also da ist Kaufdruck da und was mir auch auffällt, dass bestimmte Etappenziele, die ich jetzt für die Indizes hatte, die ich auch bei einigen großen Einzelaktien habe, dass diese Etappenziele direkt durchstoßen werden. Der Kurs läuft relativ direkt weiter durch. Es kommt nicht zu den statistisch gehäuften Zwischenkorrekturen. Das spricht meines Erachtens auch für deutlichen Kaufdruck. Also lange Rede, kurzer Sinn. Bis jetzt passt es noch. Aber natürlich schauen wir jede Woche uns das genau an. Wie reagiert der Markt auf bestimmte Nachrichten und kommen hier eventuell neue Nachrichten rein? Weil im Moment wird ja immer noch dieses Soft-Landing-Szenario gespielt. Es könnte auch sein, dass sich das an einigen Stellen pulverisiert. Und dann würde der Markt auch wieder, dann würde das auch wieder ganz anders aussehen. Ja, also als aktiver Trader, ne, werden wir nicht leichtsinnig und schauen wirklich auch immer nach Kontrasignalen, die gegen das eigene Bias sprechen. Und wir versuchen das eben dann abzuwägen. Also würdest du nicht sagen, dass du jetzt deinen Handelsstil in dem Sinne anpasst, dass du beispielsweise eine höhere Cashquote hältst oder Trades früher schließt? Oder? Also so viel kann ich sagen jetzt zu dem Trading Depot, das ich ja auf TradeMed verantworte, ein Trading Depot, vieles, da gibt es ja viele Trading Depots und auch Investoren Depots von der Lisa vor allen Dingen, die macht das top. Aber von Dirk, eben mit seinem aktiven Handel, ist auch ein wirklich, also Leute, müsst ihr euch anschauen. Deswegen nehmt die Möglichkeit wahr, im Zusammenhang jetzt mit unserem Geburtstag von diesem Service, da mal reinzuschnuppern, das zu testen, euch das anzuschauen und euch selbst zu begeistern dafür. Also gerade jetzt beim Dirk, da ist kontinuierlich ein Flow da, also da ist Aktivität da, aber nicht Aktivität der Aktivität wegen, sondern weil er eben gute Signale hat, ja, und weil er eben gute Trades vorstellen kann. Und wenn das möglich ist, dann wird das gemacht, ja, und die Leute freuen sich dort. Auch ihr solltet das mal anschauen, unbedingt. Ich bin ein bisschen abgeschweift. Was wollte, ach so, jetzt, wie habe ich jetzt zum Beispiel die Marktphase Februar, zweite Februarhälfte, also statistisch sehr schwach normalerweise saisonal. Ich bin so ein bisschen weggegangen von Indexhandel. Ich handle sehr gerne Indizes, weil ich da eben einfach kumuliert auch das Risiko habe von unglaublich vielen Aktien und nicht nur das Einzelrisiko einer Aktie. Das gefällt mir und die lassen sich sehr präzise gut handeln einfach. Aber ne, ich bin wegen diesem Saisonalitätsargument davon erstmal zurückgetreten und bin auf Einzelaktien gegangen. Und das entwickelt sich auch ganz gut. Ich bin nämlich auf Einzelaktien gegangen von Sektoren, die meines Erachtens auch dann,
wenn der Gesamtmarkt schwächer tendieren sollte, fester tendieren dürften. Also Sektoren, die auch in so einer Marktphase, wo es auch unruhiger werden könnte, meines Erachtens stabil stehen dürften. Sehr gut. Dann haben wir das Ganze mal hier. Und jetzt schauen wir natürlich auch mal zu dir, Dirk. Du hast ja auch einen ja, etwas anderen Handelsstil. Jeder hat ja so seinen Stil, wie er so ja, für sich das beste Setup hat. Jeder hat eine andere Strategie. Deswegen bei dir die Frage, spielt es bei deinem Handelsansatz auch eine Rolle, dass wir jetzt auf Allzeit hoch notieren oder blickst du weiterhin auf dein Setup und sagst ja, gar nicht verändern, weiterhin so spielen, ja, solange die Signale eben stimmen? Dann müsste ich, würde ich gerne was zu zeigen. Genau, ich übergebe dir mal in den Bildschirm. Oder ich kann das. Klappt's? Kann ich das hier so? Ja, sehr gut, sehen wir. Seht ihr das? Ja. Ja. Okay, das geht für mich ein bisschen besser. Und zwar, ja, Folgendes. Ich habe, also ich orientiere mich sehr stark einfach am Trend. Und ihr seht ja hier die irgendwie, ich habe die mir immer die EMAs in jedem Tageschart. Das ist der 200er EMA, der 50er, der 20er, der 10er. Und für mich setzt in dem Moment, das ist jetzt hier der Nasdaq, der Trend ein, in dem Moment, wo sich die EMAs in der richtigen Reihenfolge aufschlüsseln. Also der 200er liegt unter dem 50er, der 50er unter dem 20er, der 20er unter dem 10er. Das bedeutet, an dieser Stelle beginnt für mich ein sowas wie ein gesunder Trend, den ich anfangen kann zu handeln, im Optimalfall schon, wenn er irgendwie hier unten rauskommt. Das nennt man irgendwie Wedge Pop, wenn er irgendwie das erste Mal durch die EMAs kommt. Das hier, der erste Rücklauf in die EMAs, das nennt sich EMA Crossback. Er läuft einmal zurück und man handelt den Trend weiter, der hier nach oben geht. Das ist die eigentliche Frage, wie verhalte ich mich, wenn der Trend wirklich schon so extrem gelaufen ist. Ich beachte natürlich, also ich sehe hier oben im Nasdaq praktisch in den Kerzen, in der Struktur, dass Nervosität, eine höhere Vola aufkommt, dass er eine leichte Schwäche hat und dementsprechend werde ich auch vorsichtiger, also gerade weil wir schon extrem weit gelaufen sind. Aber was das Trading generell angeht, richte ich mich wirklich nur nach dem Chart. Also ich versuche komplett alles andere außen vor zu lassen. Also dieses ganze, oh, jetzt ist aber schon echt weit gelaufen, heute explodiert es ja total. Also jetzt gehe ich mal short. Das gibt's also in meinem Handelsstil zumindest nicht, obwohl das viele sehr erfolgreich machen, also gerade Antizykliker. Aber das ist eben der Unterschied. Es gibt für alles eine bestimmte Marktphase. Antizykliker haben hier in der Marktphase, wenn es hoch und runter geht, feiern die Party, während praktisch Breakout und Swing Trader irgendwie einen Fehler nach dem anderen machen, einen Fehlversuch nach dem anderen. Und ich versuche mich, also es gibt für mich eine Grundregel, die sehr einfach ist, die wollte ich euch mal zeigen. Ich versuche mich nur an dem EMA 10 und dem EMA 20 zu orientieren. Wenn der EMA 10 über dem EMA 20 ist, dann handle ich volle Positionen im Depot. Also das heißt, eine volle Position sind 10%, sind möglich. Wenn ich die aus irgendeinem anderen Grund vorsichtiger sein will, kann ich vorsichtiger sein. Wenn der EMA 10 unter dem EMA 20 handelt, handle ich generell nur halbe Positionen oder ich handle extrem schnell, also Daytrades, vielleicht sogar mit doppelten Positionen, die aber sehr, sehr, sehr eng abgesichert werden. Das heißt, in dem Moment, wo der EMA 10 unter den EMA 20 geht, bin ich eigentlich teilweise sogar komplett auch Cash und auch für längere Zeit. Also das gibt dann wirklich auch Phasen, wo man sagt, ja, ist jetzt gar nicht los, weil ich ja tatsächlich long only handle. Und dazu muss man wissen, dass die Statistik sagt, in einer Phase, in der der Markt seitwärts läuft, also gesund seitwärts, sage ich mal, der jetzt hier oben anfängt beim Nasdaq, also nicht einen größeren Rücklauf macht, und im Aufwärtstrend sind 90% der Ausbrüche und der Umkehr-Trades erfolgreich. Und das bedeutet im Umkehrschluss, in dieser Trendphase wie hier sind nur 10%
der Trades, die ich machen würde, überhaupt erfolgreich. Also ist es für mich am besten, sie gar nicht anzufassen. Das ist das eine. Wenn man sich das andere jetzt mal im S&P anguckt, da habe ich uns mal den Wochenchart genommen, da sieht man, wie pervers das eigentlich ist und weswegen alle denken, boah, wir müssen jetzt echt unbedingt mal short gehen oder das kann jetzt nicht mehr Ganz lang kurz dauern. ein Einwurf, Dirk. Kannst du den Chart etwas nach oben ziehen, dass man auch die Zeitachse sehen kann? Ah, entschuldige, ja klar. Ja. Wenn man sieht, ja, genau. Sehr, So okay, besser? gut. Ja. Okay, so. Das hatte ich nach unten. Ah, ich wusste nicht, dass das so ist. Ich habe es nach unten geschoben, damit ich euch sehe. Egal. Gut, also das ist der Chart. Hier sieht man, dass wir uns die ganze Zeit im Wochenchart im S&P über dem EMA 10 bewegen. Das ist eigentlich so das erste Korrekturziel, wenn ich gesunde Trends handle. Die gibt es hier gar nicht. Diese EMA 10 Korrekturen gibt es hier, hier, hier mehrfach. Und das wäre das Erste, auf was ich jetzt im Prinzip warten würde, dass der Index mal hierhin zurückläuft. Geschweige denn, der Gesamtaufwärtstrend ist für mich in meiner Welt auch noch in Ordnung, wenn er zum EMA 30, also hierhin zurückläuft. Und also im Wochenchart, ich spreche jetzt nur im Wochenchart. Und das bedeutet, ich versuche mich wirklich nur an diesem Trend zu handeln. Hier ist zum Beispiel mal der DAX. Und da sieht man, das ist wieder Tageschart. Das verleitet natürlich sehr dazu zu sagen, jetzt ist es irgendwann mal Schluss, jetzt gehe ich short. Weil das ist hier, das nennt man, Zeitachse. ja, das kann man schon Parabolic Curve nennen hier, was hier hochgeht. Und diese. Ja, unten die Zeitachse. Ach Muss so, ich wieder ein entschuldige, bisschen. ja, entschuldige. Das, So? so ist Ja, gut. perfekt. Wieder da, ja? Okay, ich muss Ja, jetzt ja. wirklich euch weglassen oben, ja. Entschuldigung. Also man sieht hier, wenn sich diese parabolischen Kurven auflösen, auch in Aktien, in einzelnen Aktien, ist es in der Regel so, dass zum Schluss das Volumen nochmal extrem zunimmt. Das kann man sich anschauen, wenn man sich Super Micro Computer anguckt. Da ist es genauso gewesen. Die Kurve geht nach oben. Sie nimmt einen letzten Schuss und hat an der Stelle, wo sie das letzte Mal hochschießt, noch das maximale Volumen. Danach, am Tag darauf, kann man sehr stark mit einem Rücklauf rechnen. Also das ist etwas, wonach ich gehe und wonach ich handle. Was bei mir ähnlich ist, wie bei Harry auch, wenn es um andere Sektoren geht, gucke ich mir zum Beispiel den Russell an und sage, der Russell, der Midcap-Index, ist noch lange nicht so weit wie die anderen. Das heißt, wenn jetzt eine große Schwäche im Nasdaq kommt, dann kann es durchaus sein, dass es rentabel ist, sich in Werten im Russell umzuschauen und eben einfach komplett den Sektor zu wechseln, um weiter zu handeln. Das ist eigentlich so. Ach so, und dann ist es so, und jetzt, wie man eigentlich das Handeln sich verändert, hier sieht man das nochmal im Depot. Wollte ich euch nur kurz zeigen, die abgeschlossenen Trades in letzter Zeit. Wenn ihr euch hier die Prozentzahl anschaut, dann seht ihr, dass ich versuche mit 0,6, 1,3, 1 die Verluste extrem gering zu halten, aber man sieht hier schön viel Grün, viele kleine Gewinnprozente. Gut, das war hier ein Earnings Trade bei PDD, der ist schiefgegangen und hier nochmal mit einer halben und einer vollen Position. Aber hier 5%, 7%, viele kleine. Und jetzt, wenn man das weiter zurückverfolgt in die Zeit, hier fängt es an, dass ich größere Gewinne habe. Die Verluste bleiben nach wie vor klein, die Gewinne werden größer, aber dafür habe ich mehr Verluste, immer noch kleine Verluste. Und das ist das. So sieht das in der Regel bei mir aus, dass ich versuche, die Gewinne also länger zu reiten sozusagen, bis es mal hier zu 26, 13%, 20%, aber die Verluste klein zu halten, 0,121, 2%, 0, noch was irgendwie. Und dann dafür irgendwie, das ist während den gesunden Trendphasen, da kommen dann eben 22%, 16%, aber immer 0,2. Und so weiter. Hier unten mal abfirmen, das war eine sehr schöne Sache, fast 60%. Und das ist eben das, wie ich zurzeit handle. Da kann ich euch gerade den Arm Trade noch zeigen.
den ich irgendwie heute eingegangen bin. Das ist der Wochenchart. Also ich handle meistens aus Wochencharts heraus. Und hier habe ich versucht, ein Reversal zu kriegen. Also hier unten ist eine Supportzone, an der ich versucht habe, irgendwie zu sagen, so hier sieht man es im Tageschart besser, eben zu sagen, hier ist ein Support. In dem Moment, wo die Aktie hier gedreht hat, bin ich eingestiegen und habe versucht, das zu handeln. Das steht jetzt gerade bei 0, minus 14. Also so sieht's aus. Aber das ist das, was ich versuche. Der Stopp liegt auch hier bei minus 1%. Also wenn das schief geht, bin ich raus und suche praktisch den nächsten Trade. Mega, also habt ihr beide sehr, sehr gut dargestellt. Ich glaube, das ist für jeden verständlich gewesen und zeigt einfach, dass man, wenn nicht einfach schaut, ja, Markt steht allzeit hoch, ist sehr, sehr stark gelaufen. Jetzt bin ich komplett in Cash und warte auf den krassen Rücksetzer. Man bleibt einfach seiner Strategie treu und er hat ja sein klares Setup, seine ja, klare Strategie, wann man einsteigt, wann man aussteigt, wie ihr es auch dargelegt habt. Und genau, ich glaube, da konnte jeder was mitnehmen. Und das ist auch schon angesprochen gehabt, der Russell 2000, der heute mal stärker wieder zulegt. Da war ja vor allem Super Microcomputer und die MicroStrategy. Die waren so die Haupttreiber, die Super Micro, die ist ja jetzt in S&P 500 aufgestiegen. Und da habe ich auch eine Statistik gesehen, dass ohne die beiden Werte, also MicroStrategy, die ja regelmäßig Bitcoin wieder auf Kredit kaufen mit Michael Saylor und Super Microcomputer, wäre der Russell 2000 sogar mit 2,1% year to date im Minus. Also da sieht man, was für einen krassen Impact die beiden Unternehmen haben. Und genau, dann würde ich sagen, ja, jeder von euch erstellt jetzt so seine ja, drei oder auch mehr Aktien vor, die er so spannend findet. Und genau, der andere bleibt natürlich nicht außen vor, während der andere seine 1 bis 3 Aktien vorstellt. Der kann dann gerne kommentieren. Also wenn Harry gleich zur Tat schreitet, Dirk, darfst du gerne auch deine Meinung dazu geben. Und ja, starten wir jetzt mit dir, Harry. Handelt sich da vielleicht auch um eine Kryptowährung, also mit Bitcoin und Ethereum, hast du schon eingangs gesagt, hast du wirklich den Ausbruch sehr, sehr gut im Trading Service getroffen. Sogar mit einer größeren Size direkt und dein Depot wirklich sehr, sehr starke Performance year to date. Womit willst du unsere Community jetzt mal beglückwünschen oder Also, was ich kann vorstellen? noch mal Bitcoin zeigen. Ich übergebe dir mal den Bildschirm. Ja, gerne. Sehr gut. Also, ich kann hier mal Bitcoin zeigen, finde ich nicht uninteressant. Ist jetzt keine Aktie, aber es geht ja um drei mögliche Trades jetzt. Und genau, also eine ganz wichtige Zielmarke für mich war hier dieses ehemalige Allzeithoch im Bereich von 64.456 $. Da gab es einen Overshoot bis vor wenigen Handelstagen war das hier im Rahmen des Overshoots war das ein bärisches SKS-Fraktal und das konnten Sie jetzt durch den Anstieg dieser 3 Handelstage hier konterkarieren. Also da seht ihr schon, also Dirk ist sehr stark auf Trends ausgerichtet, ist sehr stark auf gleitende Durchschnitte, Konstellation von gleitenden Durchschnitten. Und ich bin neben den Trends also sehr klar auch, gehe ich eben auf so einzelne Signalkonstellationen innerhalb der Trends, also Signalkonstellationen, Patterns, Fraktale. Und das hier hat jetzt durchaus, wird hier der Versuch unternommen, seit 3 Handelstagen, dieses bärische SKS-Muster zu drehen und zu einem bullischen Fortsetzungsmuster zu machen. Und die Erholung, also ich habe hier eine Position aufgemacht, eine erste. Das ist ja auch für uns Privatanleger wichtig, dass wir bei den allermeisten Basiswerten, ich handle sehr viel mit Knockouts, also Derivaten, dass wir da wirklich mittlerweile schon seit Jahren, muss man sagen, wirklich gute Möglichkeiten haben, günstig zu handeln, dass die Gebühren günstig sind. Da gibt es natürlich Broker, die keine Gebühren offensichtliche also Handelsgebühren erheben, aber die machen das dann letztendlich über ein Spread oder über insgesamt über Handelsmechanismen im Hintergrund, dass sie dann doch natürlich auch ihren ja davon
adäquat noch leben können. Für den Privatanleger, wie gesagt, er kann sehr günstig handeln. Er muss nicht mehr wie früher teilweise darauf schauen, oh, ich muss jetzt in einem Stück rein, ich muss eine Position aufmachen in der Aktie und ich kann es jetzt nicht stückeln. Und warum nicht stückeln? Früher hat man da eben an die einzelnen Transaktionsgebühren dann gedacht, muss man jetzt nicht mehr. Das muss man nicht mehr, das spielt nicht mehr so die Rolle und man kann jetzt in vielen Tranchen reingehen. Also erstmal so eine Testtranche, wie beispielsweise hier jetzt bei Bitcoin, eine erste Position, die große Zehe ins kalte Wasser halten, sich erstmal emotional einpegeln auf den Basiswert, auf den Basiswert auch in der aktuellen Marktsituation und kann dann entsprechend erhöhen, wenn das in die erwartete Richtung geht. Meine erwartete Richtung ist eigentlich die, dass sich das hier stabilisiert oberhalb von eben dieser ganz markanten, offensichtlichen Marke 64.456 und dass wir hier eine mittelfristige Erholung sehen könnten in Richtung sogar 95, also 82.558 Dollar und 95 dann später, das ist Zukunftsmusik, aber bis zu 95.964 Dollar im mittelfristigen Zeitfenster noch. Das kann durchaus in diesem Jahr noch passieren. Und das möchte ich vorstellen, also Bitcoin. Bitcoin kann man direkt handeln, Bitcoin kann man handeln über ETFs, ETNs. Und ja, ist die Kryptowährung Bitcoin als ein Trading-Kandidat. Dann möchte ich, weil ich möchte schon auch haben, dass in TradeMate im Depot, dass ich da meine Favoriten habe. Stelle ich aber noch einige, also zwei, du willst ja drei haben, drei Trading-Kandidaten, drei Favoriten für dieses Jahr noch. Stelle ich noch zwei weitere vor. Ich überlege jetzt kurz. Im Briefing hieß es, Harry, du sollst da vor dir das überlegt haben, aber ich Ja, überlege jetzt. ich kann ja da schon Okay, mal was sagen. Also, aber wir wollen es dann ganz frisch machen. Wir wollen es ganz frisch machen und da will ich die eBay zum Beispiel mal. Das ist eine bisschen in Vergessenheit geratene Internetaktie. ja, ich muss nicht erläutern, was jetzt eBay ist. Auch letztendlich E-Commerce-Bereich und ist aber nicht in aller Munde, wie jetzt beispielsweise eine Amazon, wie eine Alibaba und eine PDD. Und ganz einfach, ich habe die ewig nicht mehr angerührt und gehandelt. Habe die natürlich, da ich jeden Stein an den Finanzmärkten irgendwie umdrehe und mir das anschaue, alles, was irgendwie die Preisentwicklung aufweist, handelbar ist, ist mir eben jetzt nach langer Zeit hier aufgefallen, weil ich immer mal wieder einen Blick drauf hatte, dass mir eben seit 2020 dieses Fraktal gefällt. Es gefällt mir einfach, hier baut sich Druck jetzt nach oben auf und die stehen jetzt seit einigen Tagen, seit einigen Wochen im Bereich der entscheidenden Barriere. Und das ist nicht irgendeine Barriere, nicht irgendein Widerstand, sondern es geht bei Widerständen darum, was für ein Widerstand das ist. Ja, also das ist ganz entscheidend. Ich finde es auch interessant, dass das in den Lehrbüchern nirgends steht. So die Einordnung von Widerständen, von Barrieren. Ja? Also hier ist es die diese Marke so im 52-Dollar-Bereich. Ich habe hier angedeutet, das kann hier darunter erst nochmal seitwärts pendeln, unruhiger auch tendieren. Aber wenn Sie es schaffen, auf Wochenschlusskursbasis, wir sind hier in einem mittelfristigen Chart und da möchte ich als Bedingung einen Wochenschlusskurs überzeugend über 52 Dollar sehen bei der Aktie. Sprich, wir stellen uns hier jetzt einen Alarm ein über Stocksfree und ich habe es mir jetzt so bei Einstellungen, habe ich mir das wie folgt justiert. Also ich bekomme dann eine E-Mail von Stocksfree zugeschickt, wenn es soweit ist, in Echtzeit. Ich kann dann auch die Kursquelle da einstellen, also in Echtzeit. Wenn es über 52 geht, dann schaue ich mir die Aktie eben an. Davor muss ich eigentlich gar keinen Blick drauf werfen, weil der Kursalarm, der wird mich dann informieren. Außerdem auf dem Smartphone kommt diese Messagebox und informiert mich, jetzt geht sie über 52. Ich will einen Wochenschlusskurs überzeugend darüber sehen. Da spielt auch Candlesticks, also da Kerzen, die sollte man interpretieren können. Also ich will eine starke Kerze sehen, nicht mit einem langen oberen Schatten, mit einem langen oberen Docht, der auf ein bärisches Wochenreversal hinweisen würde oder so.
Ich will einen überzeugenden, einen dynamischen Anstieg auf Wochenschlusskursbasis über 52 Dollar. Und dann würde ich hier die erste Position aufbauen in der eBay. Und zwar mit der Perspektive mittelfristig auf Sicht von Monaten bis hin zu einem Jahr von einem Projektionsziel im 90-Dollar-Bereich. Also eBay stelle ich so als zweiten Titel vor. Sehr, sehr gut. Schade, dass du bei Bitcoin kein über 3 Millionen Kursziel hast, wie die KP Woods. Das hat sie immer gestern. Ja, also ich meine, man kann gerne sehr, sehr hohe Ziele nennen und das wichtig ist ja in meiner Lebenszeit. Und ich will halt wirklich auch in den nächsten Monaten den Profit einfahren und nicht zwischendurch 80% Drawdown und ich weiß nicht was da. Und dann kommt dann plötzlich doch irgendwie in die Regulierung rein und ist alles für die Füße. Also etappenweise mittelfristig ist für mich viel sinnvoller als 5 Milliarden Ziel, kann ich auch nennen, ja. Einfach mal so. Ja. Sei es drum. Jetzt der dritte Titel und dann schaue ich mir hier einfach so die, da will ich einfach mal einen DAX nennen. Will ich einfach mal einen DAX nennen, weil dieser Index unterschätzt wird in der aktuellen Marktphase, seitdem er hier über 17.000 Punkte ansteigen konnte. Das war so die Bedingung für dieses mittelfristige Kaufsignal. Das war hier im Februar dieses Jahres der Fall. Seitdem steigt er an und wie ich schon sagte, im Bereich von solchen Projektionszielen, in denen es normalerweise, das heißt also schon gehäuft zu Zwischenkorrekturen kommen kann, macht er da keine Zwischenkorrekturen, sondern auch hier in den letzten Tagen über 18.195, der läuft einfach direkt durch. Heißt nicht, dass man leichtsinnig werden sollte, kann durchaus sein, dass die jetzt mit einem Overshoot erst nochmal eine Zwischenkorrektur bauen. Aber ich habe hier noch ein Projektionsziel offen bei 19.000, knapp 19.300 Punkten im DAX. Ich arbeite auch hier mit einem blauen Prognosepfeil. Das heißt, bei mir auf einer Notenskala von 1 bis 6, dass es eine Note, Signalstärke, Note 1 bis 2 ist. Also wirklich meines Erachtens nach meiner technischen, charttechnischen Lesart ein wirklich gutes Signal, dass es sich lohnt zu handeln. Und natürlich hier, ich bin im Moment nicht im DAX positioniert, ich bin da viel zu früh raus hier, in den Dip. Also wir brauchen, um hier in sowas einsteigen zu können, brauchen wir schon einen Dip, also einen Rücksetzer von ein paar Stunden, von ein paar Tagen. Das, ja, so stellt sich das für mich dar. Das ist der dritte Titel. Sehr, sehr gut. Ja, der DAX, der wird auch angetrieben durch ein paar Einzelwerte, vor allem die Versicherer, Airbus, Daimler Truck, die ganzen Rüstungsaktien. Da gibt es auch langsam, man denkt ja mal, die Magnificent Seven sind so ein Klumpenrisiko in den USA, aber selbst in Europa, da gibt es ja quasi so ein vergleichbares Pack an Aktien, die Granolas oder auch die Super Seven gibt es da auch schon. Die kommen sogar auch auf ein Gewicht von 25%, so im Euro Stocks. Also da gibt es auch schon wirklich eine Handvoll Aktien, die da wirklich ein hohes Gewicht ausmachen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, Dirk, bei dir, mit was überraschst du uns? Genau, dein Aktienuniversum, das ähnelt ja meinem schon ziemlich sehr. Also von den Werten kann ich mich sehr gut identifizieren. Und ich glaube, da hast du auch heute ein paar Spanne mitgebracht. Und aber vorab noch, generell, wenn ihr wirklich so Einblick in die Depots haben möchtet, also was der Harry oder der Dirk gerade handeln oder wo sie gerade drauf schauen, es gibt ja nicht nur die ganzen Trades, die man mitbekommt, sondern auch die Vorab-Analysen, die Einschätzungen und es gibt auch die andere Handelsstile, also es gibt Buy-and-Hold-Depots, es gibt antizyklisches Trading, prozyklisches Trading, Hebel-Trading, was man eben haben möchte, also für jeden etwas dabei und einfach mal den Code MATE50 benutzen, den Link hat ich ja gepostet gehabt und wenn es einem nicht gefällt, kann man ja nach 14 Tagen widerrufen, aber ich denke mal, das sollte sich auf jeden Fall lohnen und damit würde ich sagen, Dirk, du kannst jetzt direkt mal voll die Kontrolle übernehmen und ich übergebe dir mal den Bildschirm direkt, damit du wieder teilen kannst, genau. Okay. Gucken, hat das geklappt? Nee, ne? Ja, noch nicht. Nee. Jetzt? Jetzt. Perfekt.
Nur die Timeframe wieder Ja, unten. ich schiebe es nach oben. Moment. Ich habe es gelernt. Okay. So, ja, was ich mitgebracht habe. Ich wollte euch erst nochmal, weil mir das gerade eingefallen ist, das ging nochmal um den einen Wert hier. Ich wollte euch Thales nochmal zeigen, wie ich damit umgehe. Moment, Normalerweise. Dirk, man sieht im Moment nur so einen Ausschnitt von deinem Bildschirm. Du hast typisch Trader eine Riesenauflösung wahrscheinlich und man sieht hier nur einen Teil dessen. Aber jetzt sieht man, Das sieht ja, man zieh jetzt. den Chart vielleicht mal, das Chart-Widget ein bisschen kleiner. Den Chart kleiner machen. Ja. Ja, man sieht nämlich nur gerade den unteren Teil vom Chart. Ja. Ein bisschen Und jetzt hochscrollen. hochscrollen. Ja. So. Hochscrollen. Ja, Genau. genau. So Noch ein besser. Stück. Noch ein Noch Stück hoch. besser hoch. Nein, Also. andersrum. Noch ein Genau. kleines Stück hoch. Ah, nein. Jetzt. Nee, jetzt Jetzt ist sieht man nur unten. also Sieht man ich weiß. komme seltsam. Ah, jetzt, Moment, jetzt sehe ich hier in dem Fenster sehe ich was. Irgendwas ist anders. Ich teile nicht. So, jetzt sehe ich selber, was ich. Ja. Ah ja, das ist Jetzt aber sieht man seltsam, es weil ich sehe besser, den aber die Chart. Zeit. Sekunde, Entschuldigung. Ja, alles gut. Alles Alles ein gut. bisschen kleiner, vielleicht alles ein bisschen kleiner machen dann. Genau, die Thales, die hast du ja auch einige Male schon erfolgreich gehandelt. Die habe ich bei dir bei den abgeschlossenen Trades mehrfach gesehen. Genau, perfekt, passt. Sehr gut. So? Ja, passt. Geht das? Okay. Ja, dann kann ich euch seltsam, lustig, weil das jetzt bei mir am Rechner irgendwo hinten links in der Ecke klemmt. Egal. So. Kann ja keiner wissen. Also, ich wollte es nochmal Thales zeigen, kurz, weil mir das eingefallen ist. Das ist ein Wert, das ist ein klassischer Ausbruch hier. Da gab es positive Nachrichten. Dann gab es diesen Retest des Ausbruchs, den ich gehandelt habe. Das ist immer sehr schön, weil man das sehr eng absichern kann. Das heißt, die Aktie kommt zurück zum ursprünglichen Ausbruchsniveau. Erst wenn sie wieder ansteigt und den Ausbruch überschreitet, steige ich ein. Und normalerweise von wegen Trading am Allzeithoch, normalerweise würde ich auf diesem Niveau hier oben, auf dem alten Hoch, das erste Mal vielleicht eine Viertelposition rausnehmen und den Rest weiterlaufen lassen. Aber ihr seht, ich habe hier schon in 3 Stufen Gewinne mitgenommen, habe jetzt noch eine Viertelposition am Laufen. Und in der Regel ist es so, dass ich versuche, so 3 Viertel der Position in Stärke rauszunehmen und 1 Viertel der Position, das letzte Viertel, lasse ich so lange laufen, wie es weiterläuft und nehme das letzte Viertel in Schwäche raus. Das heißt, wenn der Kurs jetzt hier immer wieder den EMA 10 berührt und weiter nach oben geht, im Optimalfall wird er irgendwann den EMA 10 oder den EMA 20 auf Schlusskursbasis verletzen und dann schließe ich die Position. Aber nur dieses letzte Viertel. Vorher habe ich Gewinne mitgenommen und ab dem ersten Gewinn ziehe ich immer den Stopp auf Einstand, sodass ich eigentlich kein offenes Risiko mehr habe. Das ist aber jetzt nochmal so. Der fiel mir ein als Unterschied zu dem anderen Vorgehen normalerweise. Und dann kann ich noch sagen, dass ich tatsächlich, jetzt muss ich ein bisschen gucken, wie ich das hier mache. Gerade sieht man es, ja genau, perfekt. Alles, Sekunde. Ich habe jetzt raus, auf was ich achten muss. So. Und jetzt kann ich das hier wieder so. Ich Sehr habe gut. jetzt, ich hab's, und zwar ist es mein Trading obliegt ja immer, ich versuche Preiszyklen zu beachten. Das heißt so Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4 und Stage 1. Also eine Aktie durchläuft immer diese normalen Zyklen. Und ich versuche immer aus dieser Bodenbildung wann einzusteigen oder eben den Aufwärtstrend zu handeln und hier raus zu sein aus der Aktie. Das hier, was da rot eingezeichnet ist, ist der EMA 30 im Wochenchart. Ich habe euch das nur gezeigt, weil die Aktien, die ich euch jetzt zeige, genau das sind, eben Aktien im Wochenchart. Ich muss das alles ein bisschen darauf einrichten hier. Also Aktien im Wochenchart, die sozusagen, so müsste das gehen, wenn ich das so ein bisschen. So, Sehr gut. ja, Ja.
Okay. Und zwar habe ich jetzt zum Beispiel ein Alphabet. Also es ist jetzt auch so, dass ich ja kein Hexenwerk an den Start bringe. Ich veröffentliche ja jeden Tag die Stocks in Play morgens. Also da sind die Aktien drin, die 8 bis 12 Aktien maximal, die ich mir für den Tag zurechtlege und die ich gerne handeln würde oder auf die ich den Fokus lege zum US-Opening. Und deshalb sind die meisten Aktien, die ich euch jetzt zeige, auch für die Leute, die mir da folgen, keine Überraschung, weil ich die schon seit längerer Zeit eben verfolge. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine Alphabet. Hier sieht man auch den Gesamttrend, wie sie jetzt wieder anfängt zu steigen und hier am Widerstand ist. Und wenn ich so eine Konstellation habe, dann das sind, glaube ich, also ich erkenne auch diese Konstellation, die Harry so zeigt, wieder. Weil das im Prinzip auch ähnliche sind, die wir da suchen, nur dass ich eben sehr stark die EMAs als Unterstützung nehme und aber die Konstellation selber zu sagen, hier ist ein Widerstand, ein alter Widerstand, an dem ist die Aktie einmal abgeprallt und geht wieder nach oben. Das ist ein typisches Cup and Handle Muster. Also wenn sie an diesem Widerstand abprallt, wieder hochgeht und dann gehe ich normalerweise hin und sehe hier jetzt achte auf das Volumen. Also ich habe eigentlich gerne in so einer Ausbruchsphase viel Volumen. Und dann schalte ich um auf den Tagesschart und fange an, diese Aktie zu handeln. Und da finde ich eben zum Beispiel Alphabet ganz spannend. Arm hatte ich ja eben schon mal gezeigt. Sehr explosiv, schwierige Aktie. Ich meine, das ist ein IPO. Man sieht, wie die sich hier fast, also verdoppelt, mehr als verdoppelt hat innerhalb von 2 Wochen. Aber das ist eine typische Konstellation. Das heißt, es bildet sich hier eine Flagge, wenn auch eine sehr große, die wahrscheinlich wegen den Ausschlägen nicht leicht zu handeln sein wird. Aber wenn solche Konstellationen auftreten, dann ist es tatsächlich, man kennt das ja auch von Super Micro oder so, kann es sehr schnell sehr explosiv werden. Und deshalb behalte ich die Aktie jetzt aktuell im Auge. Oder ich habe auch eine, die hat Valentin auch, glaube ich, eine Cloudflare. Hier sieht man nochmal das, was ich vorhin mit den Stages gezeigt habe. Stage 1, Stage 2, Top-Bildung, Stage 3, Stage 4. Hier bildet sich wieder ein Boden, aus dem die Aktie ausbricht oder ausgebrochen ist und hat jetzt im Prinzip einen ersten Rücklauf wieder zurück zum Ausbruch und bildet hier so einen fallenden Keil im Wochenchart. Und da steige ich dann halt um auf den Tagesstart und suche mir oder im Extremfall sogar auf den Stundenchart manchmal. Man sieht hier im Tageschart sehr schön, das ist auch noch eine runde Nummer, die 100, an der sich das sammelt. Und ich rechne damit, dass die hier weiter noch ein bisschen seitwärts läuft und sich hier im Optimalfall noch ein bisschen Druck aufbaut, immer gern mit wenig Volumen, um dann irgendwann hier mit Volumen rauszukommen. Und das ist eigentlich das. Und genau wie Harald lege ich mir dann eben auch Alarme hier hin. Ich lege mir zum Beispiel auch manchmal, das geht hier bei Stock 3 auch ganz gut, auch Alarme, wenn bestimmte EMAs gekreuzt werden. Es ist zum Beispiel ein sehr schönes Setup ist für mich immer der erste EMA-Touch, also wenn ein starker Anstieg war und die Aktie das erste Mal wirklich stark korrigiert und zum EMA 50 kommt, da lege ich mir bei vielen Aktien, die so laufen, vorher Alarme hin, damit ich ab dem Moment, wenn sie hier ankommt, ein Auge drauf habe. Und hier sieht man, dass sie tatsächlich auf dem Niveau auch einen Boden bildet, hier ein Hammer, der sofort wieder hochgekauft wird. Und so kann man sich das irgendwie, und dann würde ich in dem Fall bei Cloudflare hatte ich die auch hier auf dem Zettel, bildet sich hier wieder eine Base und ein Ausbruch auch hier mit Volumen zu zahlen und jetzt eben der Rücklauf. Oder ich habe auch noch hier in der Liste Datadog, finde ich auch spannend, hat auch eine ähnliche Formation. Die hat hier also auch im Wochenchart eine inverse Schulter-Kopf-Schulter. Eigentlich ist die Schulter-Kopf-Schulter nichts anderes als das erste höhere Tief, das sich in einem Abwärtstrend bildet. Also eigentlich hat man dem einen schönen mystischen Namen gegeben, aber es ist letzten Endes ein Tief, ein tieferes Tief, tieferes Tief, tieferes Tief,
und hier das erste höhere Tief. Das als Trader Dow-Theorie. und Das ist einfach was nur sagst du? Dow-Theorie. Ja, genau. Dow-Theorie mit der Anordnung relativ eben den stehenden Tiefs und Hochs, ja. Genau. Und das gibt mir praktisch ein Zeichen, dass die Aktie irgendwie einen Trendwechsel vollziehen könnte. Und wenn hier die sogenannte Nackenlinie gebrochen wird, wäre das der Ausbruch, das ist die erste Möglichkeit, sie zu handeln. Und jetzt eben wieder auch typisch ein Rücklauf in der kleinen Flagge, den man dann in kleineren Zeiteinheiten begleiten kann und kann jetzt sagen, okay, man guckt sich das im Tageschart an. So, und auch hier sieht man ganz schön, die Aktie kommt zurück und fängt an, hier zu konsolidieren und seitwärts zu laufen und auch Druck aufzubauen unter 125. Und irgendwann, wenn der Markt mitgeht oder auch nicht, wird sie eben anfangen, hier auszubrechen. Auch interessant ist, wenn man das die letzten Tage hier verfolgt und wenn man sich den Nasdaq dagegen anguckt, dass die Aktie eigentlich eine hohe relative Stärke hat. Also der Nasdaq ist zum Teil hier stärker zurückgekommen, aber Datadog hält eben den Seitwärtstrend. Und deshalb ist das für mich eine Aktie, die ich jetzt durchaus auf dem Zettel habe. Oder auch hier, auch Uber ist schon sehr weit gelaufen, aber auch bricht aus und bildet das, was ich vorhin gesagt habe, eine erste Konsolidierung am EMA 10 im Wochenchart. Und deshalb habe ich die einfach auf dem Schirm, um eventuell den Trend weiter zu verfolgen. Sehr, sehr interessant. Also Uber hat ja auch einige ja, fundamental sehr, sehr spannende Entwicklungen vermeldet. Jetzt, Harry, habe ich sehr aufmerksam deine Gesichtszüge verfolgt, wo du so geschaut hast, welche Werte du vielleicht spannend gefunden hast. Aber vielleicht sagst du es uns direkt selber, welches Unternehmen oder welche Aktie fandest du jetzt so vom Chart hier am spannendsten. Ich fand irgendwie bei Cloudflare hast du so große Augen gemacht. Ja, also Cloudflare, also ich kann das alles sehr gut nachvollziehen. Und ich muss sagen, die Liste, die er hier jetzt gezeigt hat, das ist ein Ausschnitt, das sind gute Titel. Also ich habe auch verschiedene Listen und ich habe auch eine Liste mit meinen High Potentials sozusagen jeweils. Da fliegen immer Werte auch raus, die unter Beobachtung sind und da kommen immer neue auch rein. Und also Datadog definitiv. Also Datadog ist für mich auf jeden Fall ein Titel, den man auf der Watchlist führen sollte. Und die Uber habe ich zwar auch, aber da warte ich eher, da will ich ein besseres Konsolidierungsmuster mal sehen. So, ja, die ist schon so Sehr dermaßen weit. weit durchgezogen. Das wäre fein, wenn die auch mal anfangen würde, mal ein bisschen auszukonsolidieren. Das wäre gesünder einfach. Datadog und Cloudflare, klar. Also auch Cloudflare ist genau das. Also so ein Riesen, könnte man sagen, Range Bottom oder wie auch immer. Also die hat Zeit genug gehabt, da sich jetzt auszupendeln und die Verkäufer haben Zeit genug gehabt, da sich auszutoben. Und sie wollten nicht mehr neuere Tiefs. Ja, also es war keiner mehr bereit, neuere Tiefs zuzulassen oder zu tieferen Preisen zu verkaufen. Und anscheinend das Thema ist ja auch ganz wichtig. Also bei mir ist es natürlich auch so, dass ich neben Technik auch die Themen, die Essenz der Themen mir genau anschaue. Ja, warum läuft jetzt Öl? Warum läuft jetzt Kupfer? Warum läuft dies und jenes? Und versuche das dann auch zu verstehen. Aber eins ist auch klar, technische Analyse, den Chart auswerten, da darf dann nicht einfließen, ja, aber Apple hat ja jetzt gerade, da fallen ja die Auslieferungen von iPhones nach China oder so. Also das darf ich da nicht einfließen lassen in den Prozess der technischen Analyse, weil sonst wäre es keine. Ja? Sondern ich muss bei der technischen Analyse, bei den Charts, muss ich wirklich gucken, was ist in den Charts. Ich kann das dann später so ein bisschen kombinieren, eben auch mit anderen Argumenten und Informationen aus anderen Bereichen. Kann versuchen, das dann abzugleichen und muss dann auch abwägen, weil es ergibt sich meistens ja so ein bisschen heterogenes Bild auch, wenn man ehrlich ist. Man muss immer ehrlich auch das auswerten und darf sich nicht selbst betrügen, dahingehend, dass man selektiv nur das Positive sieht oder nur das Negative, sondern ich sage immer wie beim Autokauf. Da ist es ja auch so, der Wagen sieht gut aus, das ist schon mal gut.
Ist zu teuer eventuell, muss man abwägen, ja. Also man wägt doch ab, ja, und es gibt immer Pro und Contra. Und das sollte auch bei der technischen Analyse und dann bei der weitergehenden Finanzanalyse der Fall sein. Das gilt dann auch für den Trade. Es gibt nicht nur Pro-Argumente, sondern es gibt oft auch Kontra-Argumente und die gilt es zumindest, ja, Kenntnis davon zu haben. Ja, das ist nochmal einen sehr, sehr guten Punkt gesagt, weil beispielsweise bei Alphabet, als sie Gemini wieder vom Markt nehmen mussten, als ja da den kleinen, ja, das kleine virale Wokeness-Thema gab, oder beispielsweise, dann das Chartmuster eigentlich sehr, sehr gut aussah bei Alphabet, aber die Newslage so schlecht aussah, hätte man gesagt, ah, niemals kaufen. Aber ja, jetzt steht die Aktie wieder deutlich höher. Und wenn man sich ja von der Newslage der vermeintlichen hätte blenden lassen, dann wäre man da überhaupt nicht eingestiegen und hätte nichts gemacht. Und dann kamen natürlich noch die positiven Meldungen, dass Apple vermeintlich Gemini auch lizenzieren möchte. Ist natürlich gut. Wiederum gibt es dann die negativen Meldungen mit der EU, die da jetzt wegen dem Digital Market Act einmal drüber schaut bei Google, Meta, Apple. Ja, aber ich glaube, das war eine wirklich tolle Runde wieder. Passend zum Geburtstag. Ich glaube, den Geburtstag haben wir sehr, sehr gut Ja. gefeiert und die Leute konnten da einiges mitnehmen. Also ihr habt auch ordentlich Geschenke verteilt und ich würde nochmal sagen, wirklich danke für eure Zeit. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, war sehr informativ und waren sehr, sehr tolle Picks dabei. Und wie gesagt, wenn ihr euch von der Expertise von unseren Stockfree Trade Mates überzeugen möchtet, das sind nicht nur die beiden, Dirk und Harry hier, beispielsweise auch der Olli mit seinem Stockfree Score Depot, also ein Fundamentalscore, den er da mit einfließen lässt. Das ist ein sehr, ja, diskretionärer Handelsansatz. Also da fließt sehr, sehr wenig subjektive Meinung vom Olli mit hinein. Und das Depot, muss ich sagen, hat einen sehr, sehr guten Start hingelegt. Und genau, würde ich sagen, nutzt auf jeden Fall den Code MATE50, schaut 14 Tage unverbindlich rein und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal und übergebe euch beiden nochmal das Wort für abschließende Worte. Ja, Dirk, fangen wir mit dir an. Ja, vielen Dank. Mich hat es auch sehr gefreut, vor allem, dass wir mal hier in der Runde sein konnten. Dankeschön. Gerne, gerne. Und Ja, wie Harry. immer. Das ist Austausch auch unter Kollegen, ja, und das ist immer, das macht man immer gerne, ja. Also wir hätten jetzt auch in der Kneipe ein Bierchen trinken können oder so, ja. Ungezwungen und intuitiv. Wir hatten diesmal auch vieles zu präsentieren. Der Markt gibt es her. Und ja, ich wünsche euch allen Erfolg an der Börse. Werdet nicht leichtsinnig, bleibt aber dran. Und es sieht eigentlich ganz gut aus für das Jahr. Ja, Sehr, sehr gut. stimmt. Das waren sehr, sehr schöne Worte. Den Leuten gefällt es auch auf jeden Fall. Und wenn ihr euch das Ganze nochmal anschauen möchtet, dann schaut auf jeden Fall auf dem Stockfree YouTube-Kanal vorbei. Da ist dann die ganze Aufzeichnung direkt schon abrufbereit und nochmal zum Nachvollziehen live. Wenn ihr euch die Charts anschauen wollt, könnt ihr stoppen. Und damit würde ich sagen, auf jeden Fall gerne bei Stockfree Trading vorbeischauen. Wir freuen uns auf euch, viele neue Gesichter zu sehen. Und dann würde ich sagen, uns einen schönen Abend, schöne Osterfeiertage. Genießt die börsenfreie Zeit. Am Freitag ist mal ja, Feiertag in Deutschland und den USA. Ganz wichtig, am Montag handelt die USA wieder und dann können wir auch mal abschalten. Aber es wird nie abgeschaltet. Dirk und Harry sind morgen direkt wieder aktiv und ja, wir schauen natürlich auf den Markt und schauen nach Trades aus. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Valentin, Dirk und Harry. Ja. Wiederschauen. Danke.